Hallihallöchen zusammen und willkommen zum zweiten Sammelkartencheck diesen Tages, am späteren Abend dann. Ich zeige euch jetzt nochmal eine Box. Die Karten, die ihr hier drin seht, habt ihr teilweise schon mal in ganz, ganz alten Sammelkartenchecks gesehen, entweder in Koffern oder in Bindern, denn ich habe mich jetzt dazu entschlossen, einige Sachen wieder aus dem Koffer rauszutun und eben in diesen Boxen aufzubewahren, da es einfach platzsparender ist und mein Dachboden ist schon gerammelt voll, ihr könnt euch das gar nicht vorstellen. Und ich bin ja kartentechnisch noch lange nicht am Ende, deswegen habe ich mich jetzt nach einer platzsparenderen Methode umgesehen. Die Koffer bleiben aber an sich erhalten, die Idee wird weiter verfolgt und die Koffer werden woanders zwischengelagert. So, jetzt gucken wir uns diese Box mal an, was wir hier drin haben. Das sind jetzt wieder Effektmonster. Ja, ich habe noch eine mit Normalmonstern und noch eine kleine mit Effektmonstern und Linkmonster und Xyzmonster, alles da oben dran. So, das wird jetzt wieder ein bisschen happiger, weil die sind ein bisschen voller. Also die hier rauszukramen wird eine Herausforderung. Boah, sonst. Ja, seht ihr das? Das ist richtig. Also mache ich das denn jetzt am besten. So, erstmal ein paar raus, dass hier wieder ein bisschen mehr Luft zwischendrin ist. Und dann kann man sich auch schon wieder ein etwas. Ja, so. Machen wir es erstmal so. So, wir starten und zwar mit dem dunklen Magiermädchen aus der Tin. Was ich dazu sagen muss, ist, dass einige Karten hier Restbestände sind, wie zum Beispiel eben das dunkle Magiermädchen. Ich habe von der wesentlich mehr. Das sind jetzt hier 7 oder 6 Stück, genau 7 Stück, die eben hier in dieser Box ihren Platz gefunden haben. Die waren auch vorher in keinen Koffern. Die waren auch vorher schon in den Boxen zwischengelagert. Das heißt, die haben wir bisher noch nicht gesehen. Zumindest diese Form des dunklen Magiermädchens noch nicht. Und ja, was kann man zu dem Artwork sagen? Das ist jetzt ein eher mittelmäßig beliebtes Artwork. Es gibt, also das beliebteste ist ja immer noch das aus dem Originalset, aus Magician's Force. Und ja, danach kommt eigentlich teilweise sogar schon das modernste Artwork, nämlich das aus dem Movie Pack, das ich persönlich auch wunderschön finde. Oder eben das aus dem Duelist Pack Yugi, das dann auch später in den Yugi Legendary Decks gereprintet worden ist. Die hier ist dementsprechend meistens irgendwo in der Mitte. Was ich persönlich auch noch cool finde, noch ein bisschen schöner als die hier ist, die aus dem Anniversary Pack, die ja nur in Japan rauskommt oder kam, die sehen wir auch noch irgendwann. Hier an der Stelle jetzt aber eben nur dieses dunkle Magiermädchen, ist aber meiner Meinung nach auch ein sehr schönes Artwork. Es gibt kein wirklich hässliches Artwork des dunklen Magiermädchens, meiner Meinung nach. Hier haben wir auch nochmal eine Kammen davon. Selbst die Commons aus den Yugi Legendary Decks gehen für 1 Euro oder so weg. Das finde ich halt einfach richtig krass. Und ja, hier jetzt nur eine. Ich habe aber natürlich mehr als 6. Dann Nexarian Universum. Auch das sind Restbestände. Ich habe noch ein paar aus Dark Revolution 4. Das hier sind jetzt alles Exarions aus der Tin. Ich habe die so ein bisschen separiert, damit mir hier nichts durcheinander kommt. Ich glaube, ich habe ein Playset müsste ich haben aus Dark Revolution. Die sind unglaublich teuer, ich glaube 400 Euro oder so, und das sind jetzt eben die aus der Tin. Nur zur Info, die aus Dark Revolution 4 sind auch in Secret Rare wie die hier, nur sie sind halt einfach wesentlich seltener, da Dark Revolution natürlich nicht so oft geprintet worden ist und so weiter und so fort. Legen wir hier auch nochmal kurz die Karten hin. Ich mache nämlich aus genau diesen Shots immer das Thumbnail dann. Ich arbeite übrigens gerade wieder mit dem Andi, also mit meinem ehemaligen Partnerkanal, der da mittlerweile aufgehört, Collect and Trade, arbeite ich gerade an neuen Thumbnails, das macht er ja auch. Falls ihr mal Interesse habt, falls ihr selber einen YouTube-Kanal habt, einen Kanalbanner, ein Profilbild für einen Kanal oder so braucht, könnt ihr euch gern bei ihm melden oder bei mir melden und ich leite das dann weiter. Genau, natürlich haben wir sie auch noch hier in Kamen. In Kamen sieht sie auch ganz schön aus, muss ich sagen. Aus dem Battle Pack gab es sie noch aus anderen Sets. Ich glaube nicht, doch hier Yugi Starter Deck 2017, 2018. Genau, aus den 3 Sets kamen dann die Kamen im Endeffekt. Ja, die aus Dark Revolution 4 muss ich mich noch entscheiden, ob die für die Ausstellung vorbehalten werden oder ob ich die tatsächlich auch auf dem Kanal zeige. Dann. Halt, das war ja noch lange nicht alles. So, jetzt geht es erstmal hier weiter. Den Stapel können wir auch mittlerweile wieder umdrehen.
Es wird wieder ein bisschen länger, weil das sind hier tatsächlich 6 Fächer. Ja. So, und zwar mit dem Klingenritter. Da haben wir die ein oder andere Besonderheit. Wir haben hier nämlich einmal aus dem Dual-Terminal. Da geht der jetzt nicht sonderlich viel, ist aber relativ cool. Und das ist eine Besonderheit. Das ist nämlich ein Misprint. Das ist die aus der Tinbox, ja, in eigentlich Secret Rare, aber das Bild ist super rare gedruckt. Die geht irgendwas mit 30 Euro, soweit ich weiß. 30, 36 Euro, dieser Misprint. Und ist einfach mega nice, ja. Also normal sammle ich keine Misprints, aber das musste ich einfach mitnehmen. Das sah einfach zu geil aus, ja. Einfach, ja. Genau, und dann haben wir hier eben noch die normalen. Auch eine echt coole Karte aus den Tints damals. Sehr, sehr schön, habe ich auch alle 9 Stück schon zusammen. Das sind allerdings keine Reste, das sind tatsächlich die, die ich ja hier habe. Natürlich die dann noch aus dem Champion Pack in Rare. Ist ja klar, die dürfen nicht fehlen. Waren aber wesentlich mehr als 2. Muss ich mal gucken, wo ich die anderen hin habe. Und den Kamen natürlich auch noch. Muss man, glaube ich, nicht allzu viel dazu sagen. Genau. So. Dann packen wir die mal wieder hier hin. Weiter geht's mit dem totalen Abwehr-Shogun. Das ist jetzt eine etwas unbeliebtere Karte aus den Tins. Hier aus der Collection Tin 1 Serie. Ja, die gab es dann auch noch später in Super Rare. Die müssten hier auch noch irgendwo. Ja, genau. Hier in Super Rare aus Dark Beginning 2. Da gab es dann den Reprint in Anführungszeichen. Da habe ich hier auch noch 3 Stück, wo die anderen sind. Keine Ahnung, wahrscheinlich in irgendeinem Koffer, in irgendeiner anderen Box. Genau, dann natürlich Gebieterischer Ritter. Eine sehr schöne Karte, allerdings eine der eher unbeliebteren. Genauso wie der totale Abwehr-Shogun aus den Sets. Also es wird halt wirklich selten nach den beiden gesucht. Wenn nach was gesucht wird, entweder Exarion, Dark Magician oder Klingenritter. Die anderen sind meistens sehr uninteressant oder ganz selten nochmal den Raketenkrieger. Wobei der wenigstens ab und zu mal wirklich explizit nachgefragt wird. Ja, es kommen ja immer wieder Leute zu mir und fragen, hast du die zum Tausch, hast du die zum Tausch? Naja. Dann, ja, wie gesagt, hier auch aus Dark Revolution, ne? Gab es hier auch noch einen Super. Und natürlich einen Kamen aus unterschiedlichen Starterdecks. So, da habe ich hier aber bloß 2. Keine Ahnung, wo die anderen sind. Vielleicht sollte ich mal meine Kamens wieder ein bisschen durchgucken. Ein bisschen durchsortieren, dass da wieder alles beieinander ist. Und natürlich den Verbanner des Lichts hier in First. Da kommt jetzt demnächst noch einer in First dazu. Ich darf groß ankündigen, nächste Woche kommt eine 7.500-Euro-Sammlung. Keine Sorge, das sind nicht wieder 23 Kilo, die ich dann in 500 Parts aufteile, von denen dann 4 Stück verloren gehen. Also das ist tatsächlich nur ein Ordner, aber da ist richtig krasser Shit drin, wirklich richtig krasser Shit. Ich übertreibe nicht, ihr werdet es selber sehen. Ja, genau, und die anderen sind hier jetzt alle unlimitiert und da hinten haben wir auch noch einen in Kamen. Also ich muss sagen, mit den Kamens bin ich zurzeit echt ein bisschen schlampig, ne? Da sind dann mal ein paar dabei, die restlichen schimmeln irgendwo anders und muss ich mal gucken, was ich mache. So, dann gehen wir mal weiter zu dem. Hier ist nicht so voll, das wird ein bisschen einfacher. Ja. Eins, zwei, drei, das war der hinterste Teil. Dann fangen wir also mit dem an. Ja, die hatten wir schon des Öfteren, deswegen gehe ich da schneller drüber. Das sind halt die typischen Chaos-Imperator-Drachen. Ich lege sie hier mal hin. Wahrscheinlich nehme ich das dann als Thumbnail. Die hat sich ja auch jemand gewünscht. Ich glaube, in den Kommentaren oder im Live-Chat, der dann da zu sehen war. Hier auch Chaos-Imperator-Drache in Secret Rare First. Ja, auch mega nice. Vor allen Dingen, die Karte ist für mich was Besonderes, weil die hat mir auch einen Abonnent gegeben und der hing sehr an der Karte, ja. Und er hat auch gesagt, sollte ich jemals die Karte verkaufen wollen, soll ich sie bitte zurückverkaufen. Aber wie gesagt, da wird nichts verkauft, keine Sorge. Und ja, Chaos Imperator, daher muss man dazu noch groß was sagen. Ich krieg da auch noch ein paar, das sind noch nicht alle, da müsste allein von den Secret Rares noch ein 5. irgendwo rumschwirren. Und ja, dann habe ich hier natürlich noch einige in Ultra und in Millennium Super Rare. Das waren jetzt aber noch nicht alle, da müssten noch welche kommen. Genau. Da habe ich auch noch ein paar. Die sind dahingehend cool. Sie sind richtig, richtig sportbillig. Ja, 1-3 Euro kosten die bei meinem Händler und machen halt übel was her, weil sie sind super rare und sie haben diesen schönen Hieroglyphen-Effekt. Also, wenn ihr da eine haben wollt, in der Videobeschreibung ist der Link zu seinem Facebook-Account von Katastrophe, meinem aktuellen OCG-Kartenhändler. Da könnt ihr die dann bestellen. So, die klemmen wir jetzt mal hier unten rein. Die machen wir wieder hier oben drauf. So.
Dann haben wir ein bisschen was random gehaltenes, den Vasu, den Seelenfresser. Auch eine sehr schöne Karte aus LON. Ist jetzt aber eher als Random oder Spam Super Rare aus dem Set zu betrachten, auch wenn das natürlich von der Seltenheit her tausendmal besser zu bewerten ist als die Super Rares, die wir aus unseren aktuellen Sets immer garantiert bekommen. Hier noch einen in Starfall Rare. Das Problem bei den Starfalls und Shatterfalls ist, ich habe die immer zwischen den Commons drin. Das heißt, die tue ich wirklich nur beiseite packen, wenn ich sie beim Durchschauen mal zufällig finde, weil sonst suche ich mir da ja einen Ast ab. So, genau. Dann haben wir hier Breaker, The Magical Warrior. Ich finde die Karte an sich cool. Was mich stört, ist die Position der Karte. Ich finde die irgendwie ein bisschen lame. Aber an sich ist das eine echt coole Karte. Vielleicht haben wir einfach schon dran abgesehen, an den ganzen Gold Rares vor allen Dingen. Wir haben den hier aus der Master Collection in Secret Rare. Ja. Hier dreimal, ich habe den noch öfter, genauso wie die anderen, das sind alles wieder Reste hier, also das ist wirklich eine komplette Restebox fast. Aus Magician's Force habe ich hier drei Stück, dann eben aus der Legendary Collection zwei, das sind vier Stück aus Magician's Force und zwei aus der Legendary Collection. Beide schön, ich finde tatsächlich auch den Print von der Legendary Collection sehr schön, auch wenn der ein bisschen glatt gebügelter und nicht ganz so rustikal wirkt wie eben der Originale. Und dann, ja, haben wir die hier noch in Normal Parallel Rare. Ich kann es besser aussprechen als du, Yannick, siehst du? da geht es aber hier direkt weiter. Normal Parallel Rare. Diese kommen alle aus dieser einen OCG-Spende von letztens, ja. Und dann natürlich einen Starfall und dann geht's los mit Gold Rare. Die hier sieht halt richtig gut in Gold aus und ich bin froh, dass ich mehrere dieser alten Gold Rare Versionen habe, weil, wie wir gleich sehen werden, habe ich auch ein paar der neueren, muss natürlich auch sein, und die sehen halt einfach nicht mehr schön aus. Ja, das sieht kitschig aus und hier ist es halt richtig edel. Da ist auch noch so ein wirklicher Glanzeffekt im Bild. Hier ist fast kein Holo-Effekt mehr auf dem Bild, ja, der ist fast komplett flöten, da hinten noch einen Kamen. Und ja, genau, dann tun wir die auch mal wieder zurück. Tadump. Das geht wohl auch noch ganz leicht hier. So, einmal, zweimal. Oh. So, weiter geht's mit einer richtig coolen Karte, Invader of Darkness, von denen ich sogar einen selber gezogen habe. Da habe ich mal eine Sammlung gekauft. Und als Bonus war tatsächlich eine Legendary Collection 2 oder 1 dabei. Ich glaube sogar die 1er, wo die ganzen originalen Booster noch drin waren. Und aus dem Invasion of Chaos Booster habe ich dann tatsächlich in Secret Rare den Invader gezogen. Ich dachte noch, oh, Chaos MP. Och, nö, war doch keiner. Aber naja, war natürlich nicht First, ist ja klar. Invader und so, also das sind jetzt, die habe ich wirklich wie Sand am Meer. Dann gab es natürlich noch den aus der Lost Millennium in Ultra Rare, das war die Promo, die wieder gegen den Chaos Imperator Drachen abgestunken hat. Man wollte halt immer den Chaos Imperator Drachen haben. Der Invader ist schon eine coole Karte, ja, muss man schon sagen, aber natürlich gegen den Chaos Imperator Drachen ein schlechter Scherz. Und dann haben wir natürlich hier noch einen Kamen aus WGRT. Ja, genau, ich finde übrigens das Artwork, muss ich sagen, richtig cool, ja, muss ich schon sagen. Auch wenn es nicht so gut ist wie der MP, aber naja. Dann haben wir den hier. Erstmal die Secret Rare aus der Master Collection 2. Ich weiß nicht, wo die anderen sind. Das ist die einzige, die ich gefunden habe. Ich weiß aber, dass ich mehr habe. Ich weiß es. Ja, ich weiß es einfach. Ich habe sowas im Kopf. Ich habe mindestens 3 oder 4 aus der Master Collection, von der, wo auch immer ich die schon wieder hinsortiert habe. Die werde ich dann wieder irgendwo, irgendwann finden und dann werde ich mir denken, ach du Kacke, Julian, was machst du eigentlich? Genau, auf jeden Fall Blauback Dragon aus der Master Collection und dann natürlich hier noch ein paar aus dem Originalset, aus Ancient Sanctuary, auch in First ein paar, hier 2, 3, 4, also 4 Stück hier in First. Ja, aus AST sind die Karten in First sowieso recht einfach zu bekommen, genauso wie aus LON und SOD. Genau, hier noch ein paar Unlimitierte, die ist ohnehin aus Dark Revolution, die auch, ne? Also die können ja gar nicht First sein. Dann auch eine Black Rare, 2 beziehungsweise. Und ich würde mal sagen, die anderen, die werden jetzt wahrscheinlich hier kommen, ne? Ja. Genau, dann habe ich hier nämlich nochmal eine. Genau, jetzt habe ich schon gespoilert, ich böser Bubi. Ja, jetzt kommt gleich eine richtig schöne OCG-Karte. Und zwar der alternative blauäugige weiße Drache. Den hatten wir auch noch nicht gesehen in irgendeinem Binder oder so. Hier ein Ghost Rare vom lieben David, richtig schön.
Dann in Ultra-Rare natürlich, den obligatorischen, den kennen wir ja schon. Ohne Witz, die meisten sind wirklich gespendet worden. Ich habe so viele alternative weiße Drachen gespendet bekommen. Es ist unglaublich, Leute, es ist unglaublich. Ja, auch von den goldenen habe ich locker 2 Stück gespendet bekommen. Einer war vielleicht in der Sammlung und einen habe ich, glaube ich, selber gezogen oder so. Ich habe tatsächlich nur 4 Stück in Gold. Ja, das sind alle, die ich habe. Von den Ultras habe ich alles komplett. So wie Drop Dynamic. Und, genau. Dann jo, haben wir hier noch den Wiederbelebungsschleim aus LON, auch hier ein paar in First, einer zumindest. Und hier dann noch 2 Stück in Mosaic Rare. Und ja, Wiederbelebungsschleim ist ohnehin eine recht coole Karte. Ich finde sie unglaublich toll. Ja, Wiederbelebungsschleim. Damit, mit solchen Kleinigkeiten kann man mich tatsächlich begeistern. Man muss sich das mal vorstellen. Es sind nicht immer die teuren Karten, die mir ein Lächeln auf die Lippen zaubern. Was ist hier vorne? Oh, nochmal einer. Der ist irgendwie drin geblieben. So, dann geht's jetzt hier weiter. Hier wird's wieder ein bisschen happiger. Boah, wie mache ich das jetzt? So, müssen wir es halt wieder alle einzeln hinten raus fischeln. So. Es tut mir echt leid, wenn die Boxen so voll sind, ne? Dann keine Chance. So. Gut, weiter geht's im Text mit dem Chaos Command Magician. Das ist übrigens, also das, was ihr hier seht, was ein bisschen wie ein Knick aussieht, ist in der Folie. Ja, Chaos Command Magician ist eine Karte, die bei Sammlern nicht so präsent ist. Auch bei großen... Warum fällt mir denn in jedem Video was runter? So, nochmal. Also auch in großen Sammlungen findet man diese Karte tatsächlich verhältnismäßig selten, ja. Ich habe mir noch nie eine von denen extra irgendwo gekauft. Ich habe die selber nicht auf dem Schirm gehabt bei meinen Händlern. Deswegen sind das tatsächlich alle, die ich habe. Und die sind alle irgendwie in Sammlungen mit dabei gewesen. Ich habe hier 3 Stück in Ultra Rare aus Magician's Force. Und ich habe hier 2 Stück noch in Super Rare. Und das war's. Und den halt in Kamen, ja. Da muss ich mal was tun, ne? Da muss ich mal mit Goodyear sprechen. Auf jeden Fall. Dann haben wir Insektenprinzessin aus Invasion of Chaos. Da habe ich auch ein paar First. Hier 2 Stück schon mal First. Ist auch eine coole Karte. Ist für mich allerdings eher eine Art Lückenfüller Ultra Rare, sag ich mal. Sie ist jetzt an sich nicht so besonders und auch bei Sammlern nicht so beliebt wie vielleicht andere Karten. Außer wir haben jetzt hier riesige Insektenfans dann vielleicht. Aber ganz ehrlich, ich habe noch nie irgendwo in den ganzen Trade-Gruppen einen gesehen, der gesagt hat, boah, ich suche die Insektenprinzessin, bitte Leute, tauscht sie mir. Das ist immer so, ja, schmückendes Beiwerk. Ist aber eine sehr, sehr schöne Karte, muss man sagen. Dann, und darauf bin ich sehr stolz, finsterer Ausrottungshexenmeister. Und warum bin ich stolz? Weil sie alle Mint sind. Deswegen bin ich stolz, weil diese Karte in Mint zu kriegen, ist genauso wie bei diesem antiken Antriebs-Gechilltron-Drachen oder dem DDD Pendragon, ja, ein Ding der Unmöglichkeit, ja. Bei denen noch eher, aber bei diesem DDD-Drachenkönig Pendragon oder wie er heißt, wirklich, mir geht immer noch die Hutschnur. Ich habe das Video vor 2 Tagen gemacht, ohne Witz, ich kriege immer noch das Kotzen, dass das halt so eine schlechte Qualität ist, dass sie teilweise kaputt aus dem Deck gekommen sind. Wirklich kaputt aus dem Deck, Leute. Ja. Das ist so, als würde ich den Leuten im Gemüseladen nur faules Obst verkaufen. Wer will denn sowas? Ja. Also auf jeden Fall, wie gesagt, da muss man, glaube ich, nicht viel zu sagen. Finsterer Ausrottungshexenmeister. Ist auf jeden Fall ein sehr schönes Design. Gut, dann. Dann lass mich mal gucken. Nein. Ja. So. Da geht's weiter mit dem Hexenmeister. Ja, und dann haben wir hier den bewaffneten Drachen Level 10. Das ist wieder Rest. Ich habe mehrere von denen. Das hier sind jetzt, glaube ich, 5 oder so, die ich habe. Das sind so die restlichen. Die anderen, die sind auch irgendwo anders zwischengelagert. Also ich weiß, dass ich die komplett habe. Dann der bewaffnete Drache Level 7 aus Dark Revolution 3 hier. Und aus SOD First. Und kleiner Spoiler wieder, wir kriegen den Ulti in First rein. Oh, richtig selten. Richtig selten das Ding Ulti First. Ich weiß zwar nicht, wie viel er geht, weil nichts auf Card Market zu sehen war. Also zumindest das letzte Mal, als ich nachgesehen habe. Und auch der Verkäufer der Sammlung hat selber gesagt, dass er es auch nicht gefunden hat. Auf jeden Fall, keine Ahnung, wie viel er wert ist, aber ich weiß, er ist ziemlich selten. Dann habe ich noch hier ein paar in Super Rare, da habe ich ein paar mehr. Ich glaube, bei den Super Rares, das sind bloß die Reste. Bei den Ultras weiß ich nicht, ob ich woanders noch welche habe. Da muss ich tatsächlich mal schauen. Ich lege die mal hier hin. Entschuldigt, wenn ich ab und zu dann anfange, hier ein Bild aufzubauen. Aber ich mache das ab und zu mal.
Und dann schaue ich, welche sich im Endeffekt hier als Thumbnail nehme, weil ich finde diesen Aufbau einfach sehr übersichtlich. Und da sieht auch jeder, was in etwa auf ihn zukommt in der Folge. Das habe ich mir übrigens wegen Jack Hatmus überlegt. Er hat schon recht gehabt. Er hat ja mal meinen Kanal vorgestellt und hat kritisiert, dass meine Thumbnails immer so gekünstelt sind, ja, und dass man halt nichts aus dem Video sieht. Man weiß halt nicht, was auf jemanden zukommt. Und das macht das Ganze uninteressant. Da hat er vollkommen recht. Deswegen habe ich mich entschieden, das bis 2020 zu ändern. Also ich bin gerade mit Andy wegen dem Thumbnail am Machen. Ich will ja mehrere verschiedene haben. Die, wo ihr jetzt gerade seht, das ist nur Provisorium. Ja, er hat halt schnell irgendwas zusammengeklatscht, weil er da mal keine Zeit hatte vor ein paar Tagen und jetzt hat er die Zeit und jetzt machen wir das. Genau, dann haben wir noch zwei Kammen aus dem Duelist Pack und ich muss sagen, das größere Bild gefällt mir sogar extrem gut bei der Karte. Vor allen Dingen, weil einfach der Hintergrund mit dem Monster ziemlich gut harmoniert. Also es gefällt mir schon mal richtig, richtig gut. Und dann haben wir des Weiteren den Barrel Dragon. Hier aus der Master Collection ein paar Mal, dreimal und natürlich in Ultra Rare. Ja, den habe ich echt zum Saufüttern auch ein paar Mal in First natürlich. In Ultra Rare, da kann ich drin baden gehen. Da kommen demnächst auch wieder drei oder vier Stück dazu. Und dann nochmal drei oder vier Stück, also ziemlich viele auf jeden Fall. In Super Rare auch, da habe ich ihn glaube ich nicht ganz so oft. Ja, ein bisschen weniger, aber auch trotzdem oft. Ich glaube zwei Playsets oder so. Oder ne, ein bisschen mehr, oder wie viel habe ich hier? 1, 2, 3, 4, 5, 6, doch zwei Playsets. Dann natürlich die in Rare aus dem Duelist Pack Battle City. Und auch in Kamen aus der Legendary Collection Yugi's World und aus dem LED 2. Dann haben wir den im alternativen Artwork. Und das ist eine richtig seltene Sau hier. Ja, der ist ein Ultimate Rare. Haben wir zwei Stück. Und da ging mal einer 100 Euro von, jetzt gehen sie aktuell 60, das Stück sind also ein bisschen gesunken, aber immer noch schweineteuer. Dann haben wir sie hier in Ultra Parallel Rare aus DL4. Dann im normalen Ultra Rare aus ME65, das müsste glaube ich sogar das Originalset sein, in dem er rausgekommen ist, oder? Ne, das ist das Originalset, das ist irgendwas anderes, aber auch in Ultra. Hier zweimal und dann als Playset aus dem japanischen Dual Terminal, also Super Rare und Dual Terminal drüber. Genau. So, dann haben wir das auch. So, dann muss ich wieder vorsichtig hier rein. Hier haben wir jetzt wieder ein bisschen leichteres Spiel. Das ist jetzt noch nicht ganz voll. So, wir beginnen mit einer Karte, die auch, ich sag mal, ein bisschen, ja, auch weniger präsent ist und das ist Great Desert. Da habe ich hier tatsächlich sage und schreibe zwei Stück in Ultra Rare, eine First, eine Unlimitiert. Das sind auch alle, die ich habe. Muss ich ganz ehrlich sagen. Der große House of Cards hat nur zwei Great Deserts in Ultra und dann haben wir hier noch fünf Stück in Super Rare. Die habe ich also ein bisschen öfter. Die war halt eher so in Bulk teilweise auch mit dabei. Die hier waren glaube ich beide in einem Ordner mit drin. Und die eben nur so. Ne? Die ist halt einfach nicht präsent. Hier aus Frowning Guardian ist ja auch ein Set, das bei uns gar nicht rausgekommen ist. Und ja, das finde ich aber eine coole Karte. Ich finde, es sollte mehr Karten geben, wo der Fokus einfach nur hier auf den Kopf oder Kopfbrust oder Kopf bis Hüfte liegt. Da ist das Monster viel präsenter und man kann einfach einen viel größeren Bezug dazu aufbauen. So, solche Artworks hätte ich gerne wieder. Ab und zu zumindest. Dann haben wir... bleibt ihr liegen? Danke. So, jetzt muss ich hier mal kurz. Ach. So, jetzt haben wir hier Gerfried der Eisenritter, hier aus BPT, also aus der Tinbox. Von denen habe ich wesentlich mehr. Ich weiß bloß nicht wo, in Secret. Habe ich auch irgendwie versortiert. Und dasselbe gilt auch für den in Super Rare aus unserem Originalset, also aus PSV. Da war es ja eine Super Rare. Ist übrigens, also die Karte an sich, den Gerfried Eiserner Ritter, den finde ich vom Aussehen her, es geht so. Aber die Lore dahinter ist richtig witzig. Ich weiß sie nicht mehr auswendig, aber Yu-Gi-Oh! Insider hat da, glaube ich, mal die Lore dazu erzählt. Also die Geschichte hinter der Karte, dass diese ganzen Gerfrieds und so, die arbeiten ja so ein bisschen zusammen in der Geschichte oder die gehören halt einfach irgendwie zusammen. Und ja, sollte man sich vielleicht mal geben, fand ich richtig cool. Dann natürlich aus Dark Beginning, die Rare, habe ich auch ein, zwei Mal. Und natürlich dann die Cummins, die müsste ich voll haben sogar. Die ist, glaube ich, recht modern, oder? Ja, LDK2. Dann haben wir den Invader of the Throne. Genau. Ein Super Rare.
Ja, ist halt so eine Filler-Super, aber eine sehr schöne Filler-Super, muss ich schon sagen. Genau, da geht es dann hier direkt weiter. Auch noch eine, dann Fire Princess ist genau dasselbe. Hier einen Ultra aus der Legendary Collection. Ich habe von der noch mehr. Muss mal gucken, wo. Und dann natürlich noch die aus dem Originalset. Ja, ne, muss man, glaube ich, nicht allzu viel zu sagen. So, jetzt schauen wir mal, was haben wir denn hier hinten noch? Oh, Feuerprinzessin, wer hätte gedacht. Marvailo, Random Brands Lieblingsmonster. Ich finde auch den Effekt richtig witzig. Der kriegt ja für jede Ausrüstungszauberkarte zusätzlich zu dem Effekt nochmal 500 extra Angriffspunkte, für die, mit der er halt ausgerüstet worden ist. Ne? Den kann man also ziemlich pushen. Und ich denke mal, für damalige Verhältnisse muss das echt gut gewesen sein. Ja, ich kannte die Karte damals nicht, die war mir vollkommen unbekannt, aber auf jeden Fall richtig nice. Dann hier natürlich noch ein paar Comments. Und Nadelwühler zu guter Letzt, das ist halt auch so ein bisschen so eine Random-Karte. Ja, das sind, glaube ich, alle First von denen, die ich habe. Das ist wirklich eine Karte, da kann man sagen, ja, die ist schön, die ist cool, die ist schön oldschool, aber ist halt auch wieder komplett der Lückenfüller, sozusagen. So, jetzt haben wir noch 3 Minuten. Ja, schauen wir mal, dass wir das hier noch durchkriegen in der Zeit. Bevor meine Kamera wieder abschaltet und ich dann wieder cutten muss. So. Erzlord Cerato in Ultimate Rare. Es gibt nichts Geileres auf Erden. Ohne Witz. Diese Karte in Ultimate ist sportbillig. 2-3 Euro und sieht unglaublich toll aus. Wer also was fürs Augenbinde haben will, schreibt meinem Händler, er soll euch die besorgen. Wirklich klasse. Ich brauche auch noch Wesen, tatsächlich alle, die ich habe. Naja, Nick, ich hätte gern 6 Stück davon machen. Dann, genau, haben wir sie eben hier aus AST. Ja, Original halt. Ich glaube, ein paar in First habe ich auch hier. Zwei Stück in First. Und ja, werden natürlich, wenn ich dann First dazu bekomme, werden die Unlimitierten natürlich ausgetauscht. Aber First oder nicht First ist für die Ausstellung nicht so wichtig. Wichtig ist einfach zu zeigen, was da ist. Dann haben wir natürlich den Schöpfer, ja. Muss man auch nicht allzu viel zu sagen. Gibt es natürlich noch den Finsteren. Dann haben wir hier noch die Ultras aus dem Originalset. Ultis habe ich tatsächlich gar keinen von denen, weil die irgendwie hatte keiner. Und ja, ziemlich teuer scheint der wohl auch noch zu sein, soweit ich das weiß. Und ja, dann geht es weiter mit einer coolen Ulti, und zwar mit diesem Makura, der Zerstörer. Haben wir auch nur eine. Naja, Nick. Und ja, die restlichen sind halt super rare gehalten, muss ich sagen. Finde ich die Ulti aber wesentlich geiler auf jeden Fall. Ja. Genau. Die ganzen Zerstörer. Und dann natürlich hier Jäger des Vermächtnisses. Ist natürlich auch wieder so eine Karte. Ist schon cool, aber ist jetzt nichts, worum man sich reißt. Die ist auch überhaupt nicht selten. Also die kriegt man wirklich hinterhergeschmissen. Dasselbe gilt für den hier. Das ist der Felgrandrache. Ist natürlich eine sehr majestätisch designte Karte. Das muss man wirklich sagen. Aber es ist halt eine alte Starterdeck-Karte. Kriegst du auch hinterhergeschmissen. Die einzige Schwierigkeit ist, die noch in gutem Zustand zu finden. Wobei man sagen muss, die Karte ist doch eigentlich noch relativ leicht im guten Zustand zu finden. So, und dann haben wir hier noch den Grabwächter Spion. Das ist jetzt einer von den Grabwächtern, den ich nicht so prickelnd finde. Da haben wir hier 2 in Secret, 2 in Ultra und der Rest ist Gold. Ich habe von den Secrets und den Ultras noch mehr, nur die Frage ist wie immer, wo. So, ich hoffe, euch hat die Folge gefallen. Das war mal wieder eine etwas längere, aber das ist auch eine größere Box. Wir sehen uns dann zur nächsten Folge Sammelkartencheck, beziehungsweise vielleicht auch erst zum Opening der großen Sammlung. Ich bin auf jeden Fall zufrieden, meine Karten wieder mal ein bisschen durchgesehen zu haben. Und ja, bis zum nächsten Mal. Und bis dahin macht's gut und haltet die Ohren steif.